Willkommen zurück zu Tropico 5. Wir sind hier derzeit dabei, viele Touristen auf die Insel zu locken. 256 müssen wir insgesamt haben. 7 haben wir schon, Wahnsinn. Und haben hier auch noch jetzt die dringende Aufgabe, den Flughafen zu bauen. Da müssen wir aber, glaube ich, noch. Ja, jetzt haben wir Geld verloren. Noch neue Unterkünfte am besten mal bauen. Einen Flughafen brauchen wir. Für den Flughafen brauchen wir Forschung. Das wollte ich eigentlich sagen. Wir machen hier aber erstmal andere Forschung. Flughafen, genau. Nee, doch, kommt als nächstes sogar. Okay, super. Fliegen in 34 Monaten fertig. Ein bisschen dauert es also noch. Und dann sollen wir hier neue Luxusunterhaltungsgebäude machen. Das können wir auch noch mal eben machen. Luxusunterhaltung. Dann machen wir noch mal so einen Drachenfliegerclub. Der ist doch hier am Meer doch eigentlich ganz gut aufgehoben, würde ich sagen. Hier vielleicht dann sogar. Wir machen den mal hier hin. So, schön Richtung Meer gedreht. So. Präsidente, ein Öltanker und ein Narwal sind nahe der Küste von Tropico zusammengestoßen. Der Tanker wurde schwer beschädigt. Der Narwal ist in Richtung Kanada geflohen. Wir haben ein echtes Problem, Präsident. Jeden Tag fließt kostbares Öl vom Tanker und der nahegelegenen Ölbohrplattform ins Wasser. Wenn wir das nicht schleunigst unterbinden, werden die Ölvorkommen in der Nähe komplett versiegen. Außerdem beschweren sich ein paar Naturfritzen darüber, dass die Ölpest eine große Umweltverschmutzung verursacht und alle Fische in der Region getötet hat. Oh je. Die Ölpest in der Nähe unseres Strandes hat selbst mich dazu gezwungen, für eine Weile mit dem Surfen aufzuhören. Ölflecke entferne ich normalerweise mit Bier und Limettensaft. Aber es scheint mir eine große Verschwendung zu sein, einwandfreies Bier ins Meer zu kippen. Also warten wir lieber die Meinung der Experten ab. Ah, natürlich genau vor unserem Touristendomizil hier. Und diese Ölpest ist das Resultat einer Katastrophe, einer unglücklichen Katastrophe. Die Ölproduktion und der Fischfang im betroffenen Gebiet sind gestoppt. Sie können eine Möglichkeit wählen, das Problem zu lösen. Je teurer die Möglichkeit, desto schneller die Lösung. Dann machen wir eine chemische Öltrennung. Das Geld haben wir, komm. So, dann hat es auch wieder hier vorne wahrscheinlich Pling gemacht. Jawohl, oh, hier sogar eine Wussten Missionsaufgabe. Sie, dass Ihr nutzloser Lakai Penultimo plant, Touristen mit versteckten Kameras auszuspionieren, die er in Statuen und Gärten auf der ganzen Insel verstecken will? Dem Orden ist es egal. Verschönern Sie Ihren Bürgern das Leben. Wenn Sie Ihrer Verbrechen überführt worden sind, macht es den Übergang leichter. Und es ist immer eine gute Idee, die Leute im Blick zu halten. Bauen Sie 10 Gärten und es werden 4% weniger aus der Staatskasse entnommen. Sehr schön. Machen wir definitiv sofort. Wo war das denn? Die Gärten. Der Unterhaltung und Umwelt, ja. So, bauen wir hier mal große Gartenanlagen. Oh ja, hier sieht das echt schlimm aus. Hier bauen wir einen hin, da bauen wir noch einen zweiten hin. Hier geht es nicht. Drei. Dann machen wir hier noch Nummer 4. 5, 6, 7. Hier auf jeden Fall auch. Bei den Hotels machen wir einmal so 8, 9. Und 10. Das war einfach. So, damit wir mehr Touristen bekommen, würde ich auch sagen, dass wir hier nochmal so eine Unterkunft auf jeden Fall hinbauen sollten. Oh ja, und hier sehen wir. Achso, man kann auch mehrere Sachen machen, aber die chemische Öltrennung, die sollte jetzt hier. Präsident, Ja. die Folgen der Ölpest wurden beseitigt. Experten haben mir versichert, dass nach der Entfernung allen Öls von unseren Gewässern sich die örtlichen Fischvorkommen erholen und die Reste der Umweltverschmutzung sich mit der Zeit neutralisieren werden. Tanker weg. Und da sehen die Hubschrauber. Gehen die Hubschrauber wieder ihre Wege? Wir haben wieder Geld bekommen. Das heißt, wir können unter Tourismus nochmal so. Vielleicht können wir mal so ein. Ach, schade, Kreuzfahrtschiff geht noch nicht. So ein Familienresort vielleicht bauen. Da würden wir nochmal neue Touristen bekommen.
Setzen wir das Ganze doch mal hier mit schön an den Strand. 130 Effizienz. Und dann machen wir gleich nochmal so was Schönes. Landgasthaus vielleicht. Wir haben ja auch viele Öko-Sachen. Können wir vielleicht noch mit dazu tun. Wunderbar. Unsere Bevölkerung geht es ansonsten auch soweit gut. Hier kommen schon wieder zwei Frachter angedüst. Drei sogar, ui. Mit 10 neuen Bürgern. Die USA wollen einige ihrer Raketen hier in Tropico stationieren. Damit wir keinen Verdacht erregen, schlagen sie vor, dass wir die Raketen in unseren Recyclinganlagen verstecken. Nicht der hellste Plan, aber man kann von den Yankees keine Geniestreiche erwarten. Besitzen sie drei Recyclinganlagen und wir bekommen 10 USA-Beziehungen dazu, okay. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Gemeinwohl. Nein. Oh, Supercomputer erzeugt Forschungspunkte, okay. Könnte man auch mal drüber nachdenken über den Supercomputer. Zollamt verbessert die Preise der Exporthandelsrouten. Ich glaube, hier kein Zollamt. Das kann hier doch sicherlich... Ah, wunderbar. Hier schön an den Hafen. Da passt es hin. Aber wir wollten ja eigentlich was anderes machen. Recycling. Das ist ja eigentlich... Das produziert Öl und Erdgas aus küstennahen Vorkommen. Das ist auch nett. Nein. Umwelt macht. Oh doch, unterhaltende Umwelt. Das sollte es sein. Recyclinganlage. Reduziert die Umweltverschmutzung. Können wir hier eine hinsetzen? Okay, die Umweltverschmutzung in der Nähe. Ja, hier mitten aufs Feld wäre jetzt nicht so die gute Idee. Ja, und das ist halt immer das Problem. Wenn ich eng baue, dann habe ich da immer keinen Platz für. Da kann noch eine hin. Und dann machen wir hier oben bei den Touris auch noch eine hin, wenn ich da hinkomme. Obwohl hier ist die Umweltverschmutzung noch nicht so dramatisch. Dann vielleicht besser hier noch eine hin. So. Oh, da habe ich eben nicht aufs Geld geachtet. Schade. Ah, wobei, einiges ist besser, wenn wir jetzt hier Minus sind. Dann wird uns wenigstens kein Geld weggenommen. Jahresende dürfen wir eigentlich nicht so viel Geld haben, damit uns nicht so viel Geld weggenommen wird. Das sollten wir besser investieren in Gebäude. So, jetzt hoffe ich aber, dass wir gleich wieder ins Plus kommen. Na, komm schon. Und ja, wir sind wieder plus. Und da kommt sogar schon der nächste Frachter. Also das geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Zollamt wird gebaut. Und die Recyclinganlagen hoffentlich auch. Und hier hoffentlich auch bald. Ah ja, hier immerhin, dass wir neue Touristen bekommen. Dann möchte ich eigentlich gerne nochmal gucken, was eigentlich noch hier, ne, auf dem Wasser. Wir haben hier noch ein Atom-U-Boot. Machen Sie alle verfügbaren Handelsrouten zugänglich, ohne dem vorausgesetzten Auslandsansehen Beachtung zu schenken. Feuern Sie Raketen auf die Feinde, verringern Sie die Auslandbeziehung. Ja, das wollen wir nicht. Tiefseetaucherkugel bietet Unterhaltung für reiche Bürger und Touristen in der Nähe, sehr von Schönheit abhängig, auf dem Ozean erbaut. Das ist doch nicht schlecht. Gezeitenkraftwerk produziert Strom mit höherem Budget, werden... Verbraucher mit höherem Budget werden bevorzugt bedient, muss an der Küste platziert werden, beeinflussen andere Gezeitenkraftwerke negativ. Geringe Unterhaltskosten. Das sollten wir vielleicht machen, wenn wir das nächste Mal Strom brauchen. Glasbodenrestaurant bietet Unterhaltung für reiche Bürger und Touristen in der Nähe, abhängig von Schönheit. Muss über einem Fischvorkommen gebaut werden. Hier zum Beispiel. Okay. Interessant. Haben wir hier ein Restaurant. So, dann hatten wir jetzt hier noch Spionage. Kerker. Wir können Bürger verhaften. Okay.
Informationsministerium reduziert die Freiheit stark, kann unter Umständen Kuh auf der Aufstand verhindern. Kontrollpunkt muss neben einer Straße platziert werden, spürt Rollen im Einflussgebiet auf. Spionageakademie. Schützt vor feindlichen Spionageaktionen, generiert Forschungspunkte. Polizeizeppelin kann frei über der Insel bewegt werden. Der Zeppelin sorgt für eine erhöhte Sicherheit im eingesetzten Gebiet. Noch ein bisschen Militär. Okay, das brauchen wir aber, glaube ich, gerade nicht unbedingt. Schon spannend. Gut, da können wir hier vielleicht nochmal einen Parkplatz hier hinsetzen. Das könnte nicht schaden. So. Dann hoffe ich, dass wir bald unseren Flughafen kriegen. Alle Exporterlöse fließen auf das Schweizer Nummernkonto, senkt die Preise der Importe. Okay. So, jetzt haben wir hier wieder einen neuen Auftrag. Präsident, wir jagen einen Killer. Und echte Jäger brauchen Jagdhüten. Lassen Sie uns ein paar gute Unterstände errichten. Unsere Leute können sich darin bei der Suche nach dem Täter verbergen. Vielleicht nimmt sogar der Jagdverein von Tropico an der Jagd teil. Wir sollen 5 Bungalows bauen und kriegen ein kostenloses Unterhaltungsgebäude. Ja, gut. Bungalows können wir gut gebrauchen. Das darf ich noch nicht vergessen, aufs Geld zu achten. Der kostet 7, 5 Stück, das ist schon knapp. Können wir vielleicht hier nochmal dran setzen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt habe ich doch alle gesetzt. Kamerad Präsidente, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Meine Kameraden Umweltschützer haben einen sorgsam ersonnenen imperialistischen Plan entdeckt, um Tropicos seltene Pelzforelle auszurotten. Einst wimmelte es an den Ufern nur so von Pelzforellen und die Menschen lebten in Harmonie mit ihnen. Doch wann haben sie zuletzt eine gesehen? Es gibt einen Grund dafür und der heißt Fabriken. Zerstören Sie diese schreckliche Erfindung einer unverantwortlichen Menschheit und lassen Sie die Pelzforelle wieder zu Kräften kommen. Nein. Die brauchen das Geld. Was ist hier los? Oh, die brauchen Straßenanbindung. Ups. Upsi. Hallo? Warum nicht? Wieso kann ich das da nicht verbinden? Seltsame Geschichten, die hier passieren. Ja, das werden wir wahrscheinlich das Problem hier dann gleich auch haben. Nee, das ist angebunden. Und die hier oben ist nicht angebunden. Die hat auch keinen Strom. Wieso hat die keinen Strom? Haben die doch einen Einfluss? Das ist zu weit weg. Verfügbarer Strom 290. Oh, das ist nett. Gasturbine nutzt Kraftwerk, nutzt nun Erdgas statt Kohle zur Stromgewinnung, halbiert die vom Kraftwerk erzeugte Umweltverschmutzung. Aber warum? Ich meine, es wird ja nichts angezeigt. Dann müssen wir mal schauen. Register. Stadtstrom. Doch, hat auch nur einen begrenzten Einfluss. Okay, kann ich das erweitern? Weil dafür steht das natürlich jetzt richtig blöd. Ist irgendwie sowas wie ein Umspannwerk? Windfarm kommt erst später. Da, Umspannwert. Erhöht die Reichweite des Stroms. Mal gucken, vielleicht können wir damit den Strom jetzt noch so ein bisschen hier rüber tun.
Könnte ja vielleicht schon reichen. Oder sonst müssen wir noch eins bauen. Diese Yankees können wirklich feiern. Zigarren, Alkohol, Hetzjagd auf Kommunisten. Was für ein Leben. Was wollen wir von ihnen haben? Ein kostenloses Industriegebäude für Luxusgüter, 10.000 in die Staatskasse oder Geld aufs Schweizer Nummernkonto? Ah, Industriegebäude ist natürlich nett, ne? Wir können das mal nehmen. Und wir haben ja doch, glaube ich, Gold irgendwo gehabt. Hatten wir hier Gold? Wechsle ich das mit der anderen Karte? Das hat auch keinen Strom. Blöd. Gold. Okay, gleich haben wir Gold. Das müssen wir mal kurz ändern. Dann machen wir hier ein Bergwerk hinein. Straße. Eigentlich sollte das hier mehr so der Touristenort sein. Das hat jetzt aber nicht so funktioniert. So. Dann wäre es vielleicht ganz schlau, hier noch einen Hafen hinzusetzen. Dass wir nicht so weite Wege haben, vielleicht auch für die Touristen nicht. Dann können wir hier eine Straße dran basteln. Und dann machen wir Luxus eine Schmuckfabrik hier hin. Am besten direkt daneben. So. Ich meine, das gucken sich Touristen ja auch immer gerne mal an, irgendwie so eine Schmuckmanufaktur. Da können wir den Touristen vielleicht das Geld nochmal ein bisschen aus der Tasche ziehen. Und dann können wir vielleicht die Straße für die Touristen noch hier so ein bisschen am Strand langlegen. So, dann können die nämlich gleich hier runterfahren und müssen nicht hier hochfahren. Sind dann auch schneller da. So, jetzt werden die Bungalows gebaut. Sehr schön. Und dann können wir unseren Leuten hier vielleicht auch nochmal ein Apartment schenken. Dass die hier nochmal wohnen können. So, die Bungalows sind dann auch einzugsbereit. 4 und der letzte 5. So, und wir dürfen mehr Geld behalten. Sehr schön. Ui, 56 Touristen haben wir jetzt. Das wird also auch langsam. Präsidente, wir haben das Geheimnis des Fliegens entdeckt. Es ist fast so wie Fallen, nur rückwärts. Dann haben wir das Geheimnis des Landens herausgefunden. Es ist fast so wie Abstürzen, nur weniger schmerzhaft. Juhu, wir haben den Flughafen freigeschaltet. Ah, ich mag die Texte, das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Den Flughafen haben wir. Dann werden wir das natürlich zu unseren Gunsten nutzen und den Flughafen bauen. Und damit gleich 2 Aufträge schaffen. Ist das unter Tourismus? Ja, Flughafen. Oha. Die Frage ist, wo setzen wir den hin? Vielleicht sollten wir ihn nicht direkt neben die Hotels setzen. Hier vielleicht. Nicht zu weit weg, aber halt auch außerhalb der Leute. Haben wir hier irgendwie eine Straßenanbindung? Wo ist denn die Straßenanbindung? Okay, kommt da hin. Ich habe da jetzt aber keine gesehen. Der scheint keine Straßenanbindung zu brauchen. Der bekommt aber trotzdem mal... Wir setzen hier einfach mal so eine Straße ran. Die dann hier mit anschließt. Sehr cool. Unser Flughafen wird gebaut. Den werden wir in der nächsten Folge dann auf jeden Fall fertig bekommen. Da bin ich mir sicher. So, und hier wird auch gebaut. Da haben wir keine Leute für. Haben wir jetzt tatsächlich zu wenig Leute für die ganzen Jobs, die wir haben? Da kommen ja neue Bürger. Perfekt. Wie man einen Mörder schnappt. Mit einem Flugzeug, wenn es nach ihrem Chefuntersucher Penultimo geht. Diesmal will ich nicht mal die Details wissen. Sorgen Sie nur dafür, dass diese Farce einer Untersuchung schnell beendet ist. Ja, wir sollen den Flughafen haben und dann werden 8% weniger aus der Staatskasse entnommen. Wir haben jetzt also schon 3 Aufträge hier mit Flughafen. Verdammt, die Sowjets haben von den Raketen erfahren. Ich weiß nicht wie, aber ihre Agenten sind überall.
Sie verlangen, dass wir alle Anlagen stilllegen. Es wird die Yankees mit Sicherheit ärgern. Erledigen Sie diese Aufgabe. Werden die USA Sie nicht länger wegen der Raketen kontaktieren, reißen Sie alle Recyclinganlagen ab innerhalb eines Jahres und wir würden 10.000 bekommen. Aber ich mag meine Recyclinganlagen, die würde ich eigentlich gern behalten. Mal gucken. Verdammt. Sag mal hier nö. Mal gucken, was dann passiert. Müssen wir hier nicht alles machen, was die Amis wollen. Wow, und hier ist jetzt schon einiges an Autos unterwegs. Präsidente, wie Sie wissen, sind Sie es, der Tropico zusammenhält. Ohne Sie würde die Insel zu Staub zerfallen und für immer verloren gehen. Ja, wir sollen wieder ein neues Familienmitglied bekommen. Was machen wir? Wir machen einen Singwettbewerb. Nach der Geburt des Erben schwiegen alle Tiere. Ein Lichtstrahl brach durch die Wolken. Und der Chupacabra persönlich kam zur Krippe, um sich vor dem Baby zu verneigen. Jedenfalls werden wir das in die Geschichtsbücher schreiben. Wir kriegen entweder einen Aufrührer, wandelt bei Wahlbetrug eine Stimme um. Mentorschüler und Studenten machen ihren Abschluss um 10% schneller. Oder die Gewinne auf Schweizer Nummernkonto steigen um 1%. Mentor oder Geldmacher? Wir machen mal den Mentor. Almudena. Okay. Ich lasse es einfach mal so. Almudena. Okay. Oh ja, und wir können hier noch einen Stufenaufstieg machen. Ich weiß halt nicht. Sterben die irgendwann? Das macht ja eigentlich Sinn, den hier dann nochmal. Ich bin ganz Ohr. Das macht ja eigentlich Sinn. Erstmal einen hoch zu tun oder nicht. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.